Hallo meine Freunde der Steintitanen und willkommen zurück zu Let's Play Lego der Hobbit mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Ja, das sind wohl wir. Ja, es sind übrigens Steinriesen. Steinriesen, aber Titan ja. Klingt besser, das klingt so nach Oliver Kahn. Oder Kampf der Titanen. Kampf der Titanen, ja, sehenswerter Film. Der erste Film war gut, aber der zweite war eher so... Ach was, beide sehenswerte Filme. Ich glaub, der zweite war Zorn der Titanen, gell? Zorn der Titanen, ja, glaube. Wie kommen wir da hoch? Da brauchen wir da irgendeinen anderen Typen. Ja, wir müssen wieder stapeln. Ah ja, Stangen. Müssen wir den Stangentanz machen. Den Tanz der sieben Stangen. Oder wie heißt das? Nee, Schleier ist das eigentlich. Tanz der sieben Schleier. Nein, jetzt bist... Achso, einer reicht. Einer reicht, ja. Okay. Nein, nie wieder runterspringen. Ah, ihr Pfosten. Ja, spring hoch. Ach ja, genau. Grüßen wollen wir natürlich auch noch nicht, dass wir das vergessen. Achso, okay. Da muss ich jetzt aber nach links auf den Bildschirm gucken. Tja. Mensch, muss ich meinen Kopf wieder bewegen. Oh nein. Ich hoffe, du fällst nicht herunter, wenn du das machst. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Tja, ich grüße auf jeden Fall mal den Linus. Und ich den Jason. Oder Jason. Oder Jason, stimmt ja. Wissen wir nicht. Hey! Wir müssen uns wieder vereinen. Ach nee, das geht nicht. Das ja, warum geht nur hast mit. Du dann? Da brauchen wir nur so einen Holzkopf wie die Zwerge. So. Der Hobbit ist übrigens gerade runtergefallen. Ja, das war ich, weil ich gedacht habe, ich wäre du. Ach so. Ich glaube, da sind gerade eben noch ein paar andere runtergefallen. Da sind gerade einige runtergefallen. Ach komm, macht nichts. Ach, da unten sind sie, ja. Durchnässt und erschöpft stolperte die Gemeinschaft in eine große, leere Höhle. Oh, ich weiß, was das kommt. Das Glück schien sie an einen trefflichen Ort geführt zu haben. Ich weiß auch, was Sturm kommt. Abzuwarten. Doch dies war leider... ein Trugschluss. Das ist ein extrem cooles Szene im Film. Sieh dich weiter hinten um. Höhlen im Gebirge sind selten unbewohnt. Wir sollten doch in den Bergen warten, bis Gandalf zustößt. Pläne ändern sich. Wovor? Übernimm die erste Wache. Was ist das? Uh-oh. Da werden wir einfach weitergereicht. Ja. Arme Zwerge. Ja. Im Film ist das ein bisschen anders. Ein bisschen anders, aber... Mhm. Man muss es ja auch ins Lego-Bereich irgendwie eingliedern. Ja. Steht ihm. Klopf, klopf, wer da? Aber Stich so sieht schon echt cool zurück, aus. Ja. Bleib zurück! Ich warne dich! Komm kein Schritt näher! Moment, das... Das Schwert von Thor heißt schon Orkschlechter. Das heißt Orkschlechter, okay, gut. Das heißt Orkschlechter. Weil der Ork regt sich ja darüber auf, dass er mit dem Schwert da ist. Ah, der Orkkönig. Okay. Entschuldigung, jetzt spoilere ich schon wieder. Ja, wir dürfen nicht spoilern. Wir müssen ruhig sein. Aber ich gehe davon aus, dass man die Filme gesehen hat. Okay, okay. Weißt du? Ja, wenn man das Spiel, das Let's Play zum Film anschaut, dann denke ich auch, dass man den Film gesehen hat. Aber wir wollen natürlich nicht. Vor allem das Spiel ist ja ab 6 Jahren, der Film ist ab 12. Das heißt, es kann auch sein, dass man das Spiel sieht. Also wollen wir da mal nicht hier vor. Aber hier, ich wollte schon wieder spoilern. Ich wollte gerade sagen, dass bald meine Lieblingsszene aus dem Film kommt, aber das sage ich, wenn es dann soweit ist. Es ist sowieso die beste Szene auch aus Herr der Ringe. Ja. Naja, nicht aus Herr der Ringe. Nein, aber es ist eine sehr gute Szene. Ja. Eine Szene, die auch in Herr der Ringe vorkam. Ja. Eindruck schindet. Zwar ein bisschen kürzer, aber. Ja. Nein, jetzt nicht weiterreden. Wir reden jetzt über das aktuelle Tagesgeschehen hier. Das aktuelle Tagesgeschehen, heute in der Tagesschau. Das meinte ich nicht. Ich meinte das hier im Spiel, das Tagesgeschehen. Auch gerade eben eher Nachtgeschehen, aber du weißt, was ich meine. Untertagegeschehen, Mensch. Stimmt, das ist ja hier Untertage. Mhm. Der war ja richtig gut. Ja, Wahnsinn. Ja, gell? Ich habe Quantität. Quantität. Qualität. Quantität habe ich auch, aber eher in anderen Bereichen. Ja. Hey. Was denn? Ich find's voll okay, dir ein Skelett auf den Kopf zu werfen. Ich nicht. Schade eigentlich. Wieso kann ich nicht bauen? Aua. Kannst du ja nicht bauen, du sollst ihn nur mitnehmen. Kopf aufnehmen. Okay. Wir müssen mit Köpfen werfen, also jetzt wird's hier ein bisschen pietätslos. Wir müssen die Köpfe rollen. Wir lassen die Köpfe rollen, ja.
Lassen die Köpfe rollen und die Skelette tanzen, was? Haben wir gerade gemeinsam gebaut? Ich glaube, es waren drei Teile und jeder hat einen Teil gebaut oder so. Irgendwie sowas. Willst du hochkommen? Nö, warum denn? Ich find's hier unten eigentlich wunderschön. Und dann freut's mich ja. Was kann man hier machen? Bilbisse können mit ihren scharfen Klauen an Lego-Bilbis-Wänden klettern. Wieso sind das Bilbisse? Das sind doch Orks. Sind das nicht Goblins? Ich dachte, das wären Goblins. verkackt. Da brauchst du einen Hammer. Ich glaube, du musst nur an der Seite da was runterhauen. Da, genau, dass sich dann drüber. Ja, wenn er sich umdreht. Fühlt sich davon magisch angezogen, hast du das Gefühl. Ja, tut er. Und jetzt? Jetzt bin ich auch gerade überfragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, da muss ich vielleicht alles kaputt machen. Ich mach so viel kaputt wie geht, aber. Da. Noch? Ich muss einfach auf der anderen Seite runter vielleicht und dann da diese Absperrung kaputt hauen. Und mir daraus eine Brücke bauen. Wie wär's da? Ja, siehst du. Was? Nein. Nein, niemals. Wobei das Ding das Wort Brücke fast schon nicht verdient. Der kleine Steg da. Ja, es gibt auch Steg, der nicht aus Rindern ist. So. Oh! 10.000er. Entschuldigung. Nein, geh kaputt. Jawoll. Da kommt man auch so hoch. Wie viele? 4 von 5 oder 3 von 5. 3 von 5, aber was? Was? Grüne Hüte. Grüne Hüte? Also diese riesen Pilze, Moos-Dinger. Okay. Bin mir nicht so ganz sicher, was es darstellen soll. Erstmal wieder mit Köpfen werfen. Wie komme ich da? Hallo? Soll ich da den Kamera? Kopf ich weiß gar nicht, ob ich den Kopf da reinwerfen sollte. Auf jeden Fall können wir hier bestimmt gleich was bauen, wenn wir alles kaputt gemacht haben. Soll ich den Kopf dagegen werfen oder da rein? Werf ihn dagegen. Ja, nee, das andere. Das da. Ja. Siehst du? Ich glaube, wir müssen wieder irgendwas bauen, damit wir weiterkommen. Meinst du? Ja, das Element setzt es aber relativ häufig ein. Kommt bei jedem Level fast vor, oder? Ja. Wir haben ein Silber mehr, als wir brauchen. Ja, sonst hätten wir noch zurückgehen müssen. Eng. Ja. Aber es muss ja zu schaffen sein mit dem Zeug, was man im Level findet. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Quests machen, um dadurch was zu bekommen. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, die Quests, diese Hauptquests sind schon schaffbar, ohne dass man da noch Zusatzzeug hat. Hoffe ich doch. Was ist das denn? Das ist der Motor. Ja. Das ist der Unterboden. Die Karosserie. Was ist das? Das ist das da. Das ist das da. Das ist das andere, ja. Das ist das oben. Ja. Und Wir werden besser. Es ist eine Lore. Nee, es ist ein Katapult. Katapult. Glaube ich zumindest, dass es ein Katapult sein soll. Was fehlt noch? Das dort fehlt noch. Da unten. Und wir haben 20.000 noch nicht. Noch haben wir jetzt 20.000. 20.000. Ja doch, es hat gereicht. Jawoll. Jawoll. Ist ja echt Wahnsinn. Viel Geld. Oh, so viel. Aber trotzdem schaffen wir es irgendwie nie, wahre Diebe zu werden. Meisterdiebe. So, wie kann ich das jetzt irgendwie aktivieren? Ja, wenn du dich reinsetzt vielleicht. Nee, ich kann mich doch nicht auch noch reinsetzen. Nee, ich muss ja auf die andere Seite. Vielleicht draufspringen. Drück mal Y. Vielleicht musst du mich schießen. Kann ich Y drücken. Geht nicht. Ich komme auch nicht mehr raus. Ja, das ist natürlich doof. Ah, hier ist was. Ah! Mein Gott. Hast wehgetan? Ja. Nicht weinen, Amalyn. Nicht heulen. Okay, den habe ich schon mal gebracht. Sichere Wege für Hobbits. Also, wieso machen wir nicht ein kleines Rätselspielchen? Ja. Und wenn es verliert? Wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Einverstanden. Was hat Wurzeln? Man kann sie kaum sehen.
ist höher als alle Baumwipfel stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wächst es nicht. Na, weißt du's? Tja, weißt du's? Ich weiß es. Du weißt es? Soll ich dir sagen? Ja, es reicht, wenn es einer weiß. Was? Ja. Achso, das ist ein Berg. Ein Berg, achso, ja, stimmt. Ja. Ich hab den Film ja auch gesehen. Müssen wir jetzt hier einen Berg aussuchen. Ja, wir müssen einen Berg finden. Wir sind im Berg und suchen erstmal einen Berg, würde ich sagen. Ja. Oder wir bauen einen Mini-Berg. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, wir müssen Sachen finden. Irgendwas finden, irgendwie die drei Fragezeichen oben. Justus, Jonas und wie die anderen hießen. Justus, Jonas, Peter. Peter. Und noch der dritte. Peter Parker. Bob Andrews, glaube ich. Genau, Bob Andrews. Genau. Peter B. Sowas, Peter... Pettigrew. Scholler, irgend sowas. Scholler? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Peter Pettigrew. Pettigrew, ja. Nein. Ich glaube nicht. Es sitzt fest. Ah, ist das ein Berg? Für Gollum hat's gereicht. Ach, wir müssen jetzt drei Berge bauen, oder wie? Nee, jetzt kommt das zweite Rätsel. Mundlos. Ja. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Dann bauen wir es doch einfach zusammen. Ich glaube, es war ein Wasserfall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Bauen wir hier einen Wasserfall draus, das geht bestimmt super. Ja, schon. Doch. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was der da schon wieder zusammenbaut. Das ist bestimmt wieder ein absolutes Rätsel. Ah, du musst... Ja, ich muss hier... Ach, der Wind, natürlich, der Wind. Achso, das soll jetzt der Wind werden. Der Wind, natürlich. War nicht das Wasser, sondern der Wind. Das Rätsel ist Lösung, ist gefunden. Wieso kommen eigentlich die Rätsel von Bilbo nicht? Vielleicht kommen die ja noch. Die sind auch schön gewesen. Ach, Gollum. Mano, muss immer alles kaputt machen. Passiv-aggressiver. So. Wassermensch. Eigentlich müsste doch jetzt das dritte... Ah, ja. Dritte Rätsel kommen. Nein. Jetzt war es Wasser. Jetzt ist Wasser. Nein, oder? Ich habe das Ding weggeworfen. Jetzt muss ich es wiederholen. Oh nein. Nein, so einen weiten Weg muss ich wieder zurücklegen, um jetzt es zu holen. Jetzt müsste es Wasser gewesen sein. Ja, das müsste auch Wasser gewesen sein, so. Da kann ich durchkriegen. Du auch? Nee, du bist zu groß. Ich kann nichts. Ich kann gar nichts machen. Du kannst dir die Sterne um den Kopf drehen. Oh, das ist das letzte, oder? Ist das vorletzte oder das letzte? Mhm. Weißt du noch das letzte Rätsel von Bilbo? Nein. Ich will das kaputt machen. Eigentlich ist das sehr schlecht, weil... Hi. Also, ich meine, jetzt von Lego gemacht. Weil etwas ganz Wichtiges befindet sich momentan in Bilbos Hosentasche schon. Deswegen ist er der... Mhm. Der ja. Gollum? Der Gollum ist ja deswegen so wütend. Ah. Weil er etwas nicht findet, was der Bilbo gefunden hat. Stimmt, ja, das kam ja noch gar nicht. Aber jetzt kann ich auch sagen, das ist auch hier so eine meiner Lieblingsszenen aus dem Hobbit-Film. Finde ich echt eigentlich ziemlich cool gemacht. Das sind eigentlich eure Lieblingsszenen aus dem Hobbit-Film, könnt ihr auch mal reinschreiben. Was ist deine Lieblingsszene? Aus dem Hobbit-Film? Ja. Aus dem ersten. Boah, da gibt's so viele. Verdammt, ich krieg's echt nicht mehr. Ich schaff's nicht. Ich schaff nicht, das letzte Ding kaputt zu machen da oben. Also, eine meiner Lieblingsszenen ist da, wo sie die Hobbit Lied singen. Achso, ja. Was unter anderem dann die... Das ist doch genau das Gleiche! Kleiner. Was unter anderem dann die Dingsmusik ist für den kompletten Hobbit-Film. So, der Misty Mountain? Ja, genau. So heißt das Lied doch, oder? Ich glaube, es heißt Misty Mountain. Ich hab da drauf gedrückt. Entschuldigung. Nein, ich, das ging nicht an dich, das ging eher an das Spiel, das ich in die Richtung gedrückt hat und das trotzdem nicht passiert ist, so wie ich es mir vorstelle. Ja, weil ich schon drauf war. Ah, du warst schon wieder drauf. Mhm. Ich war voll hart drauf. Ja, ach, das war, jetzt haben wir immerhin mal richtig rumgeraten. Ja. Ich mach schon gar nicht mehr, weil ich bin zu faul. Jetzt bist du faul. Ja. Bleibt die Arbeit wieder mir hängen. Richtig. Eine Sanduhr. Ach, die Zeit, ach Gott. Nicht das Wasser, aber... Die Zeit.
Ja, nein. So war das nicht. Ist die verkürzte Version. So war das nicht. Also. Komm schon. Ich hab gewonnen. So war das nicht, ne? Wo ist der? Wo ist der? War im Film anders. Das war im Film anders. Der ist einfach eine ganze Sau. Ah ne, Ogre ist es. Ogre ist es. Goblin, oder? Dachte ich. Ich dachte, das sind Goblins. Goblin-König, keine Ahnung. Wer hat das gewagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Also es ist ein Ork. Spione? Diebe? Mordgesinde? Zwerge, euer Bosheit! Zwerge? Die waren in der vorderen Eingangshalle. Ich kenne dieses Schwert, das ist der Ork-Spalter. Ork-Spalter, der Beißer! Erschlagt sie! Tötet sie! Tötet sie alle! Okay. Der freut sich aber sehr, uns zu sehen, oder? Ja. Jetzt sinkt er. Jetzt sinkt er. Deswegen bin ich auch ruhig. Wir sind hier momentan in Orkstadt. Ja. Diese Sprache ist schon wieder viel zu leise gemacht. Mann, was machen die eigentlich mit dem Spiel? Ich hab keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch nur im Deutschen so. Ja, wahrscheinlich in Englisch ist es genau richtig abgemischt, das Spiel. Ja. Ach, hier geht's. Oh, die sind jetzt, haben sogar Rüstung. Aber sie haben noch nicht die goldenen Rüstungen. Ja, noch sind's normale Orks. Noch. Einigen wir uns drauf, dass es Orks sind. Ups, was haben wir gemacht? Wir haben 10 gekillt. Wir sind fertig. Ne, wir müssen. Ah, Gandalf. Mit der ersten Welle. Ah, Gandalf. Gandalf hier, da muss man wieder das Licht reinlassen. Ah, war da. Gandalf hat uns mal wieder den Hintern gerettet. Den Feind aber! Hell wie Tageslicht! Kämpft! Ah, Gandalf. Zweite Runde. Jetzt bin ich Thorin. Thorin? Ja, Thorin. Ich habe einmal vorhin Thor gesagt, ich Idiot. Ja, Schande über dich. Das ist sein Großvater. Richtig. Ich war auch irritiert, aber ich habe nichts gesagt. Ja. Ich meine natürlich, Thorins Schwert ist der Ork. Spalter, so. Au! Oh. Ja, irgendwie müssen wir was machen. Ich frage jetzt, was wir machen müssen. Normalerweise wird es ja immer so halbwegs angezeigt. Ich lade mal hier auf, vielleicht müssen wir das machen. Nö, nee. Das war's nicht. Nö. Nö. Vielleicht draufschießen auf ihn. Nee, der blockt das alles. Was ist da los? Können wir die silberne vielleicht, kannst du mit deinem Schwert vielleicht das silberne kaputt machen da oben? Nee. Auch nicht. Du vielleicht. Ich vielleicht? Wie soll ich denn ich das kaputt machen? Nee, ich kann's genau. Nicht mal anvisieren. Mit deinem Schwert? Was meinst du mit, Gandalfs Schwert? Ja. Vielleicht kannst du auch mit diesem, dem Angriff hier Sachen kaputt machen, die aus Silber sind. Nö. Nö. Aber es hat funktioniert, okay. Egal was es war.